Hallo, ihr lieben Menschen da draußen an den Bildschirmen. Hier ist wieder Newcomer TV, das Magazin für regionale und überregionale Newcomer-Bands und Musiker und Musikerinnen. Und ich möchte euch heute das Programm vorstellen von der zweiten Newcomer TV-Nacht, die unlängst in der Portstraße Jugend und Kultur am Fuße des Taunuses stattgefunden hat. Und ich möchte euch vier junge Rapper ans Herz legen, als da wären Noesino, Young Kido, Benson und Komma Klar. Die haben sich auf ihrer eigenen Plattform getroffen in den letzten Jahren und diese Plattform nennt sich M32 Studio und haben Songs entwickelt und versuchen jetzt sozusagen die Bühnen dieser Region zu erobern, haben sozusagen eine eigene Boygroup, wenn man so will, eine Rap-Boygroup gegründet, nämlich R&B. Deswegen jetzt ein Riesenapplaus von euch für R&B. Nur vielleicht, nur vielleicht, nur vielleicht. Nur vielleicht hab ich gar nichts von dem Scheiß. Und vielleicht bin ich irgendwann mal reich. Nur vielleicht bist du irgendwann dabei. Nur vielleicht bist du es endlich mal begreifen. Nur vielleicht hab ich gar nichts von dem Scheiß. Und vielleicht bin ich irgendwann mal reich. Nur vielleicht bist du irgendwann dabei. Nur vielleicht bist du es endlich mal begreifen. Dass das jahrelange Warten auf eine Nachricht gar nichts bringt. Ich bin da draußen und egal was du machst, mach dein Ding. Dass das jahrelange Warten bis du endlich mal gewinnst. Gott verdammt, sag mir selber, dass es stimmt. Ich bin immer noch ein Kind, wenn ich draußen bin. Es ist besser als hier drin, ein Moment kann dein Leben bestimmen. Also bitte pass auch auf, weil ich tat das nicht. Aber fuck, shit, Momente mit meinem Bro waren besser als irgendeine Ho, die dein Herz bricht. Sei mir doch mal ehrlich, ich höre niemals damit aus. Ich will erzählen auf meinen Shows und vielleicht komm ich dahin. Aber nur vielleicht, nur vielleicht, nur vielleicht, nur vielleicht hab ich gar nichts von dem Scheiß. Und vielleicht bin ich irgendwann mal reich. Nur vielleicht bist du irgendwann dabei. Nur vielleicht bist du es endlich mal begreifst. Dass die Fehler, die du machst, dir nur helfen, dass du es irgendwann noch schaffst. Als Strophe auf dem Takt, das betont dich all den Hass, den du spürst. Der wird leichter, wenn du merkst, du kannst nichts für. Warum immer ich? Vielleicht bekommst du sogar mit, doch wahrscheinlich eher nicht. Und vielleicht bist du nur eine Sidechick. Und vielleicht mach ich hier draus kein Geheimnis. Aber nur vielleicht hab ich gar nichts an den Scheiß. Und vielleicht bin ich irgendwann mal reich. Nur vielleicht bist du irgendwann dabei. Nur vielleicht bist du es endlich mal begreifen. Dankeschön. Kann man da vielleicht einen Applaus haben? Lauter! Hallo ihr lieben Menschen da draußen, willkommen bei der zweiten Newcomer TV-Nacht hier an dem Fuße des Taunus. Es ist ein unglaublich schwüler, fast tropischer Tag und ihr befindet euch hier in der Portstraße Jugend und Kultur im Interviewzimmer und ich habe hier die heißesten Rapper aus der Szene rangekarrt bekommen, als da wären der unglaubliche Noesino, Young Kido, Benson und dann, wo steht's? Komma Klar und ich glaube, das war's auch schon. Vier Leute, Noesino, Young Kido, Benson und Komma Klar. Willkommen an Bord. Was hat euch zusammengebracht? Weil eigentlich seid ihr Einzelkometen im großen Universum des Hip-Hops, aber irgendwie habt ihr euch gefunden. Wie habt ihr euch gefunden? Soll ich jetzt? Okay, alles klar. Benson, zu meiner ganz Linken kenne ich seit, wie lange kennen wir uns? 7 Jahre? 8 Jahre? 8 Jahre kam vom Skaten damals. Der Mann da hinten, sein Vater ist unser Produzent und irgendwann kam aus Zufall, haben uns mal ein Studio gehockt und einen Track gemacht und dann hat sich das alles so ein bisschen zusammengefügt. Dann kam der liebe junge Mann neben mir, unser Kido, und dann als guter Letzt zum Schlusslicht kam Komma Klar. Ja, und jetzt machen wir unser Ding, sind hier und da. Komm mal ein bisschen näher alle. Alle ein bisschen noch näher als gerade. Das wird romantisch jetzt, ja? Ich weiß noch, als wir keinen Plan hatten, Pappmaul in der Bar mit Pfanne, Eistee in einem Vierer ohne Fahrkarten. Mathe konnte ich nie, dafür wunderschöne Kickflip. Das, was ihr mir zeigen wolltet, war für mich nicht wichtig. Ich kam dahin, um Spaß zu haben, nicht, dass ich was mitkrieg. Und da ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn du aufs Gesicht.
der Stadt. Am Glänzen so wie Blitzlicht. Deswegen gib ihm Showtime, der Rest ist nicht mehr wichtig. Das erste Mal, beim ersten Mal hab ich gesagt, dass ich's nie wieder mach. Das erste Mal, ja, das ist passiert in dieser Stadt. Beim ersten Mal. Gib mir mal so ein paar Hände. Auf den Takt. Hey. Jawohl, Simon. Der erste Kuss, der erste Joint. Das erste Mal vom Meer geträumt. Das erste Mal die schwarze Jacke über Kopf und Nase hoch. Nach langen Kurven unter Abfahrtsfahrten folgt ein Vertigo. Denn wer weitermacht, der wird belohnt. Falsche Versprechen wertungslos. Ich kann dir keine Sterne holen, doch bring dir was vom Kiosk mit. Flasche kalter Weine, Schachtel Kippen und ein Sleepo-Hit. Ja, ich weiß doch selber, dass die Lage hier auch kritisch ist. Deswegen heb dein Glas und sing die Lieder mit. Das erste Mal. Beim ersten Mal hab ich gesagt, dass ich's nie wieder mach. Das erste Mal, ja, das ist passiert in dieser Stadt. Beim ersten Mal. Das erste Mal. Beim ersten Mal hab ich gesagt, dass ich's nie wieder mach. Das erste Mal, ja, das ist passiert in dieser Stadt. Beim ersten Mal. Wunderschön. Beautiful. Wo sind eure Arme aber? Ja, ihr seid die krasse Boy Group und ihr nennt euch? R&B. R&B wegen dem Musikstil oder R&B, weil ihr einfach komplett, wenn überhaupt jemand R&B ist, dann seid ihr es? R&B eigentlich, also meine Wenigkeit, der Mann. Ganz einfach erklärt. Das sind die Abkürzungen der drei Vornamen. Ja. Kannst du mal sehen, wie doof ich bin? Mhm. Ronny, Noah, Ben. Ah, okay, R&B. Eure Privatnamen. Ja. Also, ja gut, das muss man ja auch erstmal irgendwie wissen. Genau, das muss man ja erstmal wissen. Wach auf, weiß nicht, wo ich bin, wo mein Haar schraubt. Ich rauch ihn drin, krach laut, doch in meinem Kopf ist es still. Ich fühl mich fast taub, insensibel. Dunkle Fenster, Augen schwer, meine Lunge voller Teer. Neues Feuer, von woher, Strecke sein ist nicht verkehrt. Denn das Eis ist das mir, hat mich das etwas gelernt. Schlag den weg oder hab ich genervt. Zu und immer wenn ich daran denke, sauber zu bleiben, fällt mir ein, das ist richtig. Und immer wenn ich es lassen will, dann kann ich es nicht lassen. Was kann ich nur machen, außer bei zu sein? Schütt dein Herz aus, zeig mir dein wahres Ich. Ich bin begeistert, sie will mich nur für sich. Ich bleib bis Freitag und dann verschwinde ich. Ich hol die Bag rein und dann vertreibe ich. Weiß nicht, wo ich bin, wo mein Haar schraubt. Ich rauch ihn, bin. Doch in meinem Kopf ist es still. Ich fühl mich fast auf, insensibel. Wach auf, weiß nicht, wo ich bin. Wo mein Haar schraubt, ich rauch ihn drin. Ich rauch ihn hier drin. Doch in meinem Kopf ist es still. Ich fühl mich fast auf, insensibel. Keine Kraft mehr zum Laufen und ich merk, wie ich einsink und nichts mehr spüren kann. Was ist denn jetzt die Uhrzeit? Kann es mir jemand sagen? Weil der Tag geht mir viel zu lang. Warte halt so nach Bank, es wäre Bro eine Punch. Die Nacht war wieder viel zu krank. Kann mich an nichts erinnern, außer Schuhe sind dirty und wie ich durch die Tanke schwank. Und ich wach auf, weiß nicht wo ich bin, wo mein Haar staut. Ich rauch ihn drin. Krach laut, doch in meinem Kopf ist es still. Ich fühl mich fast da, insensibel. Wach auf, weiß nicht wo ich bin, wo mein Haar staut. Ich rauch ihn drin. Doch in meinem Kopf ist es still, ich fühl mich fast taub, insensibel. Mach mal Kraft für Ronny, für Young Kido, ey! Also. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Also wir waren auf jeden Fall alle ganz geflasht von der Rap-Technik dieser vier jungen Musikerinnen, also Rapper, die sozusagen ihr erstes Konzert, eigentlich ihr Debüt, ja, hier bei uns bei der zweiten Newcomer TV gegeben haben und Nacht gegeben haben. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Die sind zu finden auf Instagram.
Gebt ihr einfach mal R&B ein oder die Namen Noisino, Young Kido, Benson oder Komma Klar und dann werdet ihr die irgendwie finden, weil eins musste ich auch lernen an dem Abend, die rappen zwar und haben viele Worte, die sie auf die Musik packen, aber ansonsten in Infos über den, was sie machen, woher sie kommen und wo sie hinwollen, sind sie eher wortkarg. Aber es ist egal. Also ich denke, sie haben Talent und begleitet sie. Ich möchte euch eine weitere Band vorstellen. Das Konzept der Newcomer TV-Nacht ist ja, dass vier Acts spielen, die aus ganz unterschiedlichen Musikrichtungen kommen. Und ich habe jetzt hier eine Band für euch, die sich im Genre Deutschrock sehr gut auskennen, sehr professionell sind und einen ganz tollen Sound machen und auch einen ganz lustigen Namen haben, nämlich Nice People and Me. Willkommen und viel Spaß mit Nice People and Me. Ein kurzer Augenblick. Das Leben kann beginnen, der Zug fährt langsam ein. Auf Bahnsteig 9 Treffen soll unser Treffpunkt sein. Vielen Dank, dass ihr da seid. Und zwar hier an meiner Seite habe ich die wunderbare Miriam, die Sängerin, und den unglaublichen Tim. Ja. Und ich meine, dass es überhaupt so schnell passiert ist, weil ihr habt euch, glaube ich, beim Jochen oder so, also direkt bei Newcomer TV beworben und dann habe ich irgendwie die Mail gekriegt und dann war ich gerade dabei, das Programm für diese Nacht zusammenzustellen, habe ich gesagt, die nehme ich. Genau, wir waren auch auf dem Plakat, ohne dass ich es wusste.
Ja, es ging super schnell. Es ging super schnell, ist überfordert. Ja, es tut mir auch leid. Also ich habe gedacht, jetzt machen wir gleich Nägel mit Köppen. Die sehen total auf diesem Foto, dieses, ich habe es hier, dieses wunderbare Bandfoto, total professional aus. Deine Zeit wird knapp, du stellst deine Geschichte weit oben ins Regal. Dort wird sie verstauben, doch es ist egal. Es ist ein kurzer Besuch, ein schnelles Hallo. Wir brauchen uns im Stehen und ein Kopf wieder go. Es ist kein Marathon, nur ein kurzer Sprint. Nutze die Zeit, bevor sie dir entfällt. Es ist ein kurzer Besuch, ein schnelles Hallo. Wir brauchen uns im Stehen. Und was mich natürlich interessiert hat, und das passte auch heute total gut rein, weil wir ja alle ganz verschiedene Bands einladen, Deutschrock. Also ihr macht sozusagen, Miriam, ihr macht Deutschrock klassischen. Es hat sich dann so ergeben, dass es zu Deutschrock wurde. Ja, ich würde uns jetzt nicht nur in diese Kategorie Deutschrock reinsetzen, aber ja, das ist es im Moment, ja. Das heißt, klassische Rockmusik natürlich mit all seinen Facetten, das ist dann von unterschiedlichen Stilarten noch ein bisschen beeinflusst und dann deutsche Texte. Genau. Worum geht es in deinen Texten? Das sind seine Texte. Du nicht merken kann. Also das heißt, sie leiht deinen Texten die Stimme. Ja, so kann man das durchaus sagen. Also die Texte, ja, ursprünglich wollten wir englische Musik machen, weil sie mir mal gesagt hat, nein, Deutsch singe ich nicht. Dann habe ich gesagt, ja, kein Problem, dann suche ich halt eine andere Sängerin. Nein, ich singe auch Deutsch. Also und ja, das hat funktioniert. Ja, ihr versteht euch auf blind. Zuruf. Ja, blind. Und ja, und dann ging es halt darum, was machen wir. Und ich war so ein bisschen ja, dem überdrüssig, permanent den erhobenen Zeigefinger, permanent alle zu kritisieren, permanent sagen, was alles scheiße ist und wer alles scheiße ist. Und es war halt brutal anstrengend, einen Text zu schreiben, wo es nicht um Politik geht, nicht um nur das Sozialkritische, sondern um Alltägliches. Aber bislang funktioniert das ganz gut und das ist auch so dieser Fokus. Einfach Sachen aus dem Alltag gegriffen, was natürlich auch viele sagen, und das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und das ist so die Herausforderung eigentlich auch beim Songwriting. Und von der Musik her ist es halt schön, dass wir aus ganz unterschiedlichen Genres kommen.
Unser Buzzer ist überwiegend im Metal unterwegs. Andere Gitarrist, der Stefan, der ist im Blues sehr zu Hause. Ich in der Rock'n'Roll. Miriam ist im Soul. Der Flo kann alles. Und also es ist so diese Mischung und den eigenen Stempel haben wir so langsam gefunden. Funk, Blues, Pop, Rock, Nice People and Me. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir waren auf jeden Fall emsig am Tanzen und sie haben auch schon in der Nachbereitung auf Instagram ein Foto von der Veranstaltung gepostet, die Band, und waren überglücklich, bei uns zu sein auf der zweiten Newcomer TV-Nacht und haben alles gelobt und würden gerne wiederkommen. Vor allen Dingen das leckere Catering, aber das finden wir auch alle geil. Und das waren R&B und Nice People and Me. Und wir kommen schon zum Schluss unserer heutigen Sendung. In der nächsten Sendung kommen die zwei nächsten Bands von der zweiten Newcomer TV-Nacht im Juni. Und deswegen danke für das Zuschauen und supportet die regionale Musikszene. Das war der Jochen an der Kamera und der Seppel am Mikro. Ciao.